Wir haben mit Reduzierungen gerechnet und mit Umbau gerechnet, aber nicht mit der Standardauflösung. Das hat uns wirklich, das hätte ich gestern noch nicht geglaubt, aber ich habe es heute schwarz auf weiß. Ich habe ein paar Soldaten und auch zivile Mitarbeiter gesprochen und die haben es meiner Meinung nach noch nicht so richtig realisiert. Ich denke, das muss sich ein klein bisschen setzen, um dann auch für jeder für sich abschätzen zu können, welche Auswirkungen das für ihn selber hat. Das ist eine Nachricht, die muss man sich erstmal setzen lassen. Das ist so unglaublich und das erfasst so viele Bereiche, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe es immer noch nicht richtig verarbeitet. Wenn man sich die Kriterien, die der Verteidigungsminister genannt hat, ansieht, dann ist ein maßgeblicher Punkt die Funktionalität der Standorte. Und das ist wohl hier ausschlaggebend, dass man einen sehr großen Sanierungsstau identifiziert hat. Die Rede ist von angeblich 100 Millionen Euro, die man in die Ertüchtigung des Standortes stecken müsste. Und zum anderen hinterfragt man wohl auch seitens des Bundesrechnungshofes zunehmend, ob es sinnvoll ist, Bodenpersonal für Kampfflugzeuge abseits der fliegenden Verbände auszubilden. Ich selbst kann das nicht beurteilen. Ich nehme es nur zur Kenntnis und vermute, dass dort die Ursachen für diesen Schnitt sind.